Hallo und herzlich willkommen hier in Thimbleweed Park. Liebe Leute, ich bin's, euer Brilli, und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Nämlich, es ist mal wieder Zeit für ein wunderbares, klassisches, oldschool Point-and-Click-Adventure, so wie ich es liebe, ja. Und es ist nicht irgendein Point-and-Click-Adventure, es ist von Ron Gilbert, dem Erfinder von Monkey Island und Maniac Mansion, beziehungsweise Day of the Tentacle, dürfte wahrscheinlich sogar mehreren noch etwas sagen. Und Ron Gilbert hat hier seine Fingerlein im Spiel, und es ist ein crowdfunded Spiel, und von Terrible Toybox im Übrigen. Und ja, ich bin einfach nur heiß auf dieses Spiel. Ich habe richtig, richtig Bock und Laune, das mit euch zu spielen. Und ja, ich habe schon gehört, es soll wohl recht schwierig sein auf an manchen Stellen. Ich bin einfach nur gespannt. Ich habe mich null spoilern lassen. Hier steht Spiel laden, weil ich schon mal kurz im Spiel war und Einstellungen gecheckt habe. Also nicht verwirren lassen. Ich war wirklich habe noch nicht irgendwas geklickt. Also ich habe mich auch überhaupt nicht spoilern lassen. Ich weiß weder, worum es geht, noch wo es spielt, wie die Charaktere sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das Spiel aufgebaut ist. Also ich habe auf jeden Fall mega Bock, denn wenn ich hier schon diese Pixel-Grafik sehe, dann läuft es mir schon wieder kalt den Rücken runter. Ich bin heiß. Ich hoffe, ihr seid auch heiß. Und ich würde sagen, wir klicken hier auf ein neues Spiel und schauen, was uns erwartet hier in Thimbleweed Park. Los geht's. Und da sehen wir, wir müssen uns erstmal aussuchen, ob wir den gemütlichen Modus oder den schwierigen Modus haben wollen. Und dazu schreibt ihr mir bitte mal in den Chat hier oben. Nein, tut ihr nicht, denn es gibt keinen. Wir schauen mal. Gemütlicher Modus. Falls Sie neu bei Adventures sind oder schnell vorwärts kommen wollen, weil das Leben so viel schönere Dinge bietet, inklusive kostenlosem Tutorial. Nein, das wollen wir nicht, glaube ich. Ich will den schwierigen Modus, denn falls Sie erfahren mit Adventure-Spielen sind oder alle Puzzles sehen wollen, weil es nichts Schöneres gibt als Adventure-Spiele. Ja, das, so sieht es nämlich aus. Und den wollen wir. Den wollen wir. Das kennen wir übrigens auch aus den alten guten Spielen wie Monkey Island. Da konnte man sich das aussuchen, ob man einen schwierigen oder eben den nicht so schweren Modus haben möchte. Und okay, jetzt kriegen wir hier offenbar doch ein kleines Tutorial. Text über dem Cursor deutet auf einen nützlichen Gegenstand. Betrachte Schlüsselkarte, interagiere hier mit Personen und Gegenständen. Also das ist quasi unser Hauptbildschirm. Und wir sehen schon, vielleicht sind wir das, ich habe keine Ahnung, ein Typ hier in einem Hotelzimmer. Und hier ist eine komische Apparatur. Was ist das? Hotel Tron? Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Wähle Verben aus, um Personen Anweisungen zu geben, wie öffne, nehme, drücke, schließe, schaue, ziehe, gebe wahrscheinlich, rede und nutze. Also die Imperative, die wir hier benutzen können, um uns eben fortzubewegen. Nein, ich glaube nicht fortzubewegen, aber um eben zu interagieren. Und dann schauen wir weiter. Hier sind die Gegenstände, welche die Person bei sich trägt. Das kennen wir doch aus den klassischen Adventure-Spielen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie es hier so und nicht anders wieder aufgenommen haben. Einfache Kommandos beginnen mit einem Verb und enden mit einem Gegenstand oder einer Person. Nimm Schlüsselkarte, also nehme Schlüsselkarte. Dann interagieren wir mit der Schlüsselkarte. Man kann auch schaue Schlüsselkarte machen, dann sieht er sich sie wahrscheinlich an. Komplexe Kommandos beginnen mit einem Verb, dann einem Gegenstand und enden mit einem Gegenstand oder einer Person. Benutze Schlüsselkarte in Tür. Also nutze Schlüsselkarte und dann klickt man auf die Tür. Gar nicht mal so schwer. Für weitere Tipps zur Interaktion wähle die Optionen und dann Hilfe. Alles klar, machen wir. Ich würde sagen, es geht los. Thimbleweed Park. 1987. Okay. Ein Blinklicht. Vielleicht ein Leuchtturm. Wir sehen im Hintergrund Sterne. Vielleicht ein Morsezeichen. Keine Ahnung. Ein Schloss, welches hier im Winde ein wenig hin und her wackelt. Thimbleweed Park, Stadtgrenze.
Was ist Bev? Bev 81, Höhe 14. Da schießt einer durch. Und jetzt steht da nur noch 80. Das verstehe ich nicht. Ach, Bevölkerung. Ah, macht Sinn. Teil 1, das Treffen. Bevölkerung, ich depp natürlich. Und da hat jemand einen umgebracht, deswegen 80. Aha, so nämlich. Brilli ist ein Mega-Detektiv hier am Start, oder was? So, dann wären wir ja wohl hier irgendwo. Stand da Trestle, Trail, Trestle stand das da? Keine Ahnung. Da liegt ein Besoffener mit einer Flasche Alkohol in der Hand, denke ich. Und einem weißen Bart. Nicht sicher. Und da kommt, ist das, das sind doch wir, glaube ich. Halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. Also, wir sehen auch, dass es die englische Sprachausgabe gibt, beziehungsweise nur die englische Sprachausgabe gibt, was ich sehr gut finde, denn ich glaube, die Stimmen sind hier auch wieder um einiges besser als wahrscheinlich im Deutschen. Wobei man natürlich sagen muss, Spieleentwickler wie Daedalic haben Supersprecher, ganz klar, aber die sind auch aus Deutschland. Deswegen hier hätten sie vielleicht nicht so gute und deswegen englische Sprachausgabe und deutsche Texte. Ich finde, das ist ein gutes Kompromiss und ein guter Kompromiss, Entschuldigung. Und so werden wir das hier handhaben. Jetzt gucken wir erstmal, was haben wir hier? Ich schaue mir erstmal alles an. Was haben wir hier? Betrachte Notiz. Boris, es freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau. Zu deinem Schutz, lass deine Papiere im Hotelzimmer. Geh zum Fluss unten an der Trestle Trail Brücke. Drittens, schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trail aus. Viertens, triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Stell sicher, dass dir keiner folgt. Okay. Unterirdische Kanalisation, ich glaube, das ist doppelt gemoppelt, denn Kanalisation ist meistens unterirdisch. Aber okay. Ja, das, nicht sicher. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Vor allem, lass die Papiere im Hotelzimmer. Hätte ich nicht gemacht, aber gut. Wir schauen mal weiter. Was haben wir denn noch? Wir haben hier unsere Brieftasche, also haben wir doch die Papiere mit. Also wir haben $252 dabei. Was haben wir hier? Unsere Schlüsselkarte. Schlüsselkarte für Hotelzimmer 604. Okay. Und dann haben wir hier, betrachte Prototyp Kissenbär. It's a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Very top secret. Oha. Dann will ich den doch mal direkt hier ziehen. I had better not turn it inside out now. Will er offenbar nicht tun. Na ja, gut, dann öffnen wir mal dieses Tor hier. Und gehen hindurch. Da kann ich wieder hoch zu Trestle Trail. Und dann reden wir mal mit Willy. Warum ist der Name angezeigt? Kennen wir ihn? I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Auch eine geile Stimme, der Kerl. Wake up, sir. Wir machen's nochmal. Und nochmal. Man weiß nie, was passiert. Wake up, sir. Na los. Wake up, sir. Ich bin da sehr penetrant. Okay, das scheint nicht zu bringen. Kann ich dem denn irgendwie vielleicht die Tasche abnehmen? Nimm Willy. Nee, dann redet er wieder mit ihm. Kann ich ihm vielleicht Geld geben? Bringt das irgendwas? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? I'm sure the poor fellow could use the money, but I'm not here for philanthropic purposes. Na gut, kann ich hier lang gehen? Nein. Hier ist nur das Tor. Dann gehen wir mal hier ein Stück weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem River. Was haben wir hier? Schaue ich mir mal an. Trestle Trail to Thimbleweed Park. 1.7 miles. Okay. Dann haben wir da die Lampe. Müssen wir die nicht irgendwie ausmachen? Warte, ich guck nochmal. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trail aus. Okay. Hier ist aber keine... kein Button, ne?
Vielleicht einfach mal. It is too hot to touch. Okay. Ah. Na, das ist ein typisches Rätsel. Wir nehmen den Stein und benutzen ihn einfach mal mit der Lampe. Zack! Sehr schön. There, I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Das war irgendwas mit Kanalisation. Irgendwie dahin. Die muss ich natürlich erstmal finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier weitergeht. Oh, jetzt sehen wir uns nicht mehr. Jetzt muss ich hier langfahren. Ob ich vielleicht hier irgendwas finde. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus. At the moment. Also ich finde nichts. Gehen wir mal weiter. Ah, hier. Kanalisation. Da müssen wir rein, oder was? Ah! Boah, Alter. Da erschreckt man sich ja. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier Jumpscares hat. Alter. Okay, ich bin wach, Leute. Niemand von uns war vorbereitet auf das, was diese Nacht offenbarte. Oder wie sehr sie uns alle verändern würde. Teil 2. Die Leiche. Ich bin gespannt. Oh. Sind das wir? Ja, das sind wir. Also zumindest unser altes Ich. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no Home Office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a Home Office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn, and I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. Okay, also wir sind hier irgendwie zu zweit unterwegs, beziehungsweise ich steuere ihn. Und nehme direkt mal hier die Flasche an mich. Sehe ich das irgendwie. Na. So. Ja, das ist Agent Ray und Agent Reyes. Ich glaube, das ist Reyes und das ist Ray. Und die scheinen sich nicht unbedingt zu mögen, aber zu kennen. Nicht sicher, ob das gerade alles nur Geplänkel war oder ernst gemeint. Deswegen, okay, wir sollen erstmal ein Foto, glaube ich, von der Leiche machen. Leiche, Entschuldigung. Das machen wir natürlich. Ich benutze Kamera. There's no film in the camera. Kein Film in der Kamera. Nun. Dann versuche ich sie mal gerade zu öffnen. Na, wo ist es da? The camera is out of film. Okay, dann habe ich hier ein Notizbuch. Die Leiche fängt an zu verpixeln. Ray geht mir langsam auf die Nerven. Hoffentlich konzentriert sie sich auf den Fall und lässt mich in Ruhe. Gleich weiter. Kam per Bus von Albuquerque in Thimbleweed Park an. Wandere aus, um die Leiche anzusehen. Wandere raus, nicht aus. Das ist die perfekte Tarnung. Laufe immer noch auf dem Highway. Ziemlich weiter Weg aus der Stadt. An der Leiche angekommen. Hier ist ein Agent namens Ray. Seltsam. Niemand sollte den Fall bekommen haben. Ich habe schon Gerüchte über sie gehört. Sie könnte Probleme bereiten. Vergiss nicht, heute Nacht Mom anzurufen. Okay. Dann. Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt noch. Kann ich die vielleicht die Whiskyflasche mit Ray benutzen? Nein, sie wird nicht angezeigt. Na gut, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Vielleicht gucke ich mich hier wieder um. War da gerade was? Ich gucke mich hier wieder um, einfach nur, damit wir hier nichts verpassen. Es geht auch manchmal, also ganz übel ist zum Beispiel bei Monkey Island, da gibt es mal einen Pixel, wo man so einen Lichtschalter gefunden hat. Und das kann natürlich immer mal wieder sein, dass man so einen Pixel einfach übersieht. Und das wollen wir natürlich nicht. Von daher
gucken wir hier alles ab. Okay, hier scheint aber wirklich gerade nichts zu sein. Ah. Da. Da ist was. Etwas Seltsames. Schaue. Etwas it's covered seltsames. By the underbrush, but it's an old abandoned chainsaw. Okay, die nehmen wir. Wir haben eine Kettensäge. Okay, warte mal, schauen. It's pretty rusty and totally out of chainsaw gas. Okay, die hat auf jeden Fall kein Benzin drin. Aber ich denke immer, dass da was ist, wenn ich da über die Dings fahre. So, hier haben wir die Kanalisation. Ah! Boah, Alter, ey! What was that? Violent music coming from the sewer? Jetzt seht ihr auch, warum ich keine Jumpscare-Spiele spiele, irgendwie, keine Horrorspiele. Das ist einfach der Horror für mich. Ne? Im wahrsten Sinne. The trail ends here, at this huge rock wall. That old tree is blocking the great entrance. Da komme ich nicht rein, ohne dass hier was drin ist. Vielleicht kann ich, warte mal, benutze. Vielleicht kann ich Whisky, ist auch leer. Geht auch nicht. Kann ich den denn irgendwie vielleicht ziehen? I can't budget. Oh, hier haben wir eine Schleifspur. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. Mhm. Kann ich denn nutze Notizbuch? Nee, da passiert nichts. Okay. Aber das mit der Schleifspur schreibst du nicht auf, oder was? That old tree is blocking the great entrance. Schauen wir mal. Also hier scheint nichts mehr zu sein. Hier geht's auch nicht unbedingt weiter. Das heißt, ich gehe mal weiter hier. So, ja. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir die alte Lampe. Damit können wir nichts anfangen mit dem Schild. Vielleicht ist der Typ noch da. Nee, der ist auch weg. Gehen wir hier raus. I think we'd better take a photo of that body before it pixelates any further. Alter, ja, wie soll ich denn ein Foto machen ohne Film? Mit der reden kann ich auch nicht, oder? Rede? Ne. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card. Possibly a key card from a hotel. Okay. Was haben wir jetzt? Leiche ist männlich. Etwas 40 Jahre alt. Also ist ein S zu viel. Es sieht aus, als sei er 24 Stunden im Wasser gelegen. Nichts in seinen Taschen außer einer Schlüsselkarte für ein Hotel. Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein. Unbekannter Herkunft. Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus, stammt eher von einem spitzen Gegenstand. Sein Anzug wirkt maßgeschneidert, möglicherweise europäisches Design. Okay. Das bringt mir nichts. Ich will wissen, wie ich jetzt hier, ja, hier ist nichts mehr. Das ist natürlich, warte mal, was passiert, wenn ich hier oben, das seht ihr nämlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich hier oben rechts auf meinem Bildschirm die FPS-Zahl, wie lange dieses Video schon geht und so weiter und so fort. Und dahinter sehe ich das hier. Warte mal, was kann ich die... I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Also gut, ich kann nämlich beide steuern. Na, das ist natürlich eine gute Sache. Schauen wir mal ihr Notizbuch an. Ist das dasselbe? Spät am Nachmittag angekommen. Was für ein Kuhdorf. Ich versuche, Kontakt mit den Einwohnern zu vermeiden, bis ich die Leiche sehe und weiß, ob sie mir nutzt. Langer Highway. Hoffentlich muss ich nicht nochmal laufen. Bei der Leiche angekommen. Die reicht als Tarnung. Wieso als Tarnung? Ich höre Rascheln im Gebüsch. Da kommt jemand. Na toll. Noch ein anderer Agent taucht auf. Das Revier hätte doch nichts wissen sollen. Wie werde ich ihn los? Leiche ist männlich, etwa 40 Jahre alt, bla 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 bla. Das ist das, also dasselbe, was er da stehen hat. Und warte mal, ich habe hier einen Polaroid-Film. Kann ich den jetzt einfach darüber geben oder so? An Reyes? Thanks. Kann ich.
Was habe ich denn noch? Ich habe meine Polizeimarke. Kann ich mir die? Die habe ich mir auch eben nicht angeschaut. Detective Angela Ray, Senior Agent. It's my badge. Ich schaue mir noch mal die Leiche an. There appears to be a small hole in the back of the head. Origins unknown. The hole in the victim's head doesn't look like a gunshot. More like a puncture from a sharp object. Which is odd, because the opening title sequence clearly showed a gunshot with accompanying sound effect. Aha. Mann. Das ist nichts Neues. Jetzt habe ich ja ein Mobiltelefon. Sehr alt. Wir haben ja 1987. Kann ich das benutzen? The cell phone has no reception. Okay, warte, mit der gehe ich aber auch nochmal hier lang. Vielleicht finde ich mit der ja irgendwas anderes. Who knows? Aber es... Man muss das ausprobieren. Man muss das ausprobieren. Aber ich glaube, man findet mit ihr hier nicht wirklich etwas. The trail ends here at this huge rock wall. That old tree. I can't budge it. I can't budge it. Schleifspur. Hmm. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. Gehen wir wieder auf ihn. Blood, so I think he was und in the water. Benutzen das mit dem und dann benutzen wir das mit ihm. Okay, wir haben ein Foto der Leiche hier gemacht. We can head into town and find the local sheriff. Und das, meine Lieben, werden wir in der nächsten Folge machen, wenn es heißt Thimbleweed Park Part 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Thimbleweed Park. Euer Brilli. Tschüss.